Der Schlüssel zur Schatzkammer Gottes. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken, zum Tagesevangelium. Wir hören heute, wie Jesus voller Freude ausruft: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Klugen und Weisen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, heute beim Aufwachen kam mir dieser Gedanke als Erklärung zu diesem Wort Demut. Demut? Ja, und beim weiteren Nachdenken kam mir der Gedanke, schau nach, im Buch vom seligen Marie Auge Grialou. Dort entdeckte ich den wunderbaren Zusammenhang vom heutigen Zitat mit der Demut. Die wahrhaft der Schlüssel zu den verborgenen Schätzen Gottes ist. Ja, genau in diesem Wort, wo Jesus die Unmündigen selig preist, erkennt der selige Marie Auge Grialou den Grundsatz, nach welchem Gott sein Licht und sein Erbarmen schenkt. Ja, Gott schenkt seinen Reichtum den Demütigen, verbirgt ihn jedoch den Stolzen und Satten. Ja, und die kleine heilige Therese vom Kinde Jesus sagt, eben, das ist Jesu Art. Er gibt als Gott, aber er verlangt die Demut des Herzens. Und die heilige Miriam von Abilene ergänzt, ohne Demut sind wir blind und tappen im Finstern herum. Mit der Demut dagegen kann sich die Seele Tag und Nacht frei bewegen. Und noch einmal der selige Grialou: Wo die Demut zu finden ist, steigt Gott herab. Und überall, wo Gott auf Erden zu finden ist, hat er sich in einen Mantel gehüllt, der seine Gegenwart den Stolzen verbirgt, den Einfachen und Kleinen aber verrät. Ein beeindruckendes Zeugnis der Demut hören wir von der kleinen heiligen Theresia. Sie war krank und die Oberin wollte sie um eine schwierige Malarbeit bitten. Da konnte die kleine Theresia eine ungeduldige Regung nicht unterdrücken. Tief gedemütigt von dieser vom Fieber ausgelösten Reaktion, schreibt sie noch am selben Abend an die Oberin: Ihre kleine Tochter hat wieder innige Tränen geweint. Tränen der Reue, aber noch mehr der Dankbarkeit und der Liebe. Ah, heute Abend habe ich Ihnen meine Tugendkraft gezeigt, meine Schätze an Geduld. Und ich, die ich anderen so gut predige. Es ist mir recht, dass Sie meine Unvollkommenheit gesehen haben. Sie verstehen, dass heute Abend das Gefäß der göttlichen Barmherzigkeit für mich überfloss. Ah, jetzt schon erkenne ich es. Ja, alle meine Hoffnungen werden erfüllt werden. Ja, der Herr wird für mich ein Wunder tun, die meine unermesslichen Wünsche unendlich übersteigen. Oh ja, es ist wirklich ein großes Geheimnis. Wenn wir uns vor Gott demütig zu unserer Schuld bekennen, besonders in der heiligen Beichte, vergibt er uns nicht nur unsere Schuld, sondern überhäuft uns mit unendlichen Geschenken, so wie der barmherzige Vater den verlorenen Sohn. O Jesus, du bist demütig und gütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, du gibst den Demütigen unendliche Schätze deiner Liebe und lässt sie Geheimnisse erkennen, die du nur den Demütigen vorbehalten hast. So bitten wir dich durch diesen Segen, hab Erbarmen mit uns armen Sündern. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der priesterlichen Bind- und Lösegewalt, binde, breche, entmachte ich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien getroffen haben. Bitte, Jesus, auch er möge uns befreien von jeglichem Geist des Stolzes und der Besserwisserei. Und so segne und schütze euch alle der allmächtige und barmherzige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich noch einen gesegneten und wunderschönen Tag.